Nach dem spektakulären 13:1 am vergangenen Wochenende will der FC Bensheim heute unbedingt nachlegen. Doch die SG Langstadt Babenhausen ist zurzeit in bestechender Form und könnte mit einem Sieg heute nicht nur Platz 2 in der Tabelle festigen, sondern auch ordentlich Druck machen auf Tabellenführer Velheim. Mit diesen Vorzeichen geht es in dieses für beide Mannschaften wichtige Duell. Den besseren Start erwischen die in weiß gekleideten Gäste. Yannick Hesler mit dem ersten Abschluss der Partie. Doch auch Bensheim ist direkt hellwach. Langstadt kann den Ball hier eigentlich schon klären. Dann aber setzt Blüm gut nach und zwingt Luca Bieber zu einer ersten Parade. Der Ball bleibt immer noch gefährlich. Erst jetzt kann Bieber sicher zupacken. Wir springen in die 38. Minute. Bensheim kämpft sich immer mehr in dieses Spiel hinein und belohnt sich mit dem 1:0. Florian Budimir mit dem Führungstreffer für den FC 07 kommt da aber auch viel zu frei zum Kopfball. Keine 5 Minuten später, Bensheim mit viel Platz zum Kontern. Das ist wieder Budimir. Was ist das denn für ein Strahl? Florian Budimir mit dem Doppelpack innerhalb von 5 Minuten. Und wahrscheinlich einem seiner schönsten Treffer seiner Karriere. Mit diesem 2:0 geht es dann auch in die Pause. Langstadt muss sich dringend etwas einfallen lassen, wenn sie hier nochmal zurückkommen wollen. Und tatsächlich kommt der Tabellenzweite etwas offensiver aus der Kabine. Auf links viel Platz für Hesler, kurz dazwischen, aber Hartmann staubt ab. Der Anschlusstreffer für Langstadt in der 51. Minute. Marek Hartmann steht da goldrichtig und haucht seiner Mannschaft wieder Leben ein. Allerdings nur 120 Sekunden später die Antwort des FC Bensheim. Bastian Blüm stellt den alten Abstand wieder her. Das war wieder viel zu luftig verteidigt. Blüm kann da völlig unbedrängt einköpfen. Es entwickelt sich eine wilde zweite Halbzeit. Wieder nur 5 Minuten später, Laufduell im Strafraum und dann gibt es Elfmeter. Schiedsrichterin Luisa Kahnwicher legt sich sofort fest. Der Kontakt unten ist da. Es ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Dadurch die Möglichkeit für Lukas Zitter zum erneuten Anschlusstreffer. Gehalten von Kurz, aber der Nachschuss ist drin. Viel Glück für Lukas Zitter. Kurz hat eigentlich die Ecke, kann dann aber nur nach vorne abwehren. Mittlerweile ist schon über eine Stunde gespielt. Die Gäste lauern auf den Ausgleich, aber auch Bensheim wagt sich immer wieder nach vorne. Das ist Luca Albrecht, super Zuspiel auf Emre Hanic und das ist das 4:2. Ist das schön herausgespielt vom FC Bensheim. Erneut liegt Langstadt mit 2 Toren hinten. Von da an war diese Partie entschieden. Langstadt schaffte es nicht mehr, sich ein drittes Mal aufzubäumen. Stattdessen Bensheim mit der Chance auf das 5:2. Und die nutzen sie eiskalt. Florian Budimir macht in der 72. Minute seinen Dreierpack perfekt und lässt Luca Bieber nicht den Hauch einer Chance. Somit gewinnt Bensheim verdient mit 5:2 und springt in der Tabelle auf Rang 5. Trainer Andy Zenbauer zeigt sich sichtlich zufrieden bei Nikolai Seidel.
unser Budi hat eine Riesenqualität, das wissen wir alle, ist ein überragender Fußballer. Manchmal muss man ihm ein bisschen in den Hintern treten, das gehört dann dazu, und heute hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Und ja, wenn er häufiger diese Leistung abruft, dann ist es ein überragender Spieler in dieser Liga, und da muss er wieder hinkommen, dass er das häufiger zeigt, so wie heute. Das hat er diese Saison schon 2-3 Mal, aber ich denke, das kann er noch häufiger. Heute war natürlich ganz stark vorne drin. Die SG Langstadt verpasst es damit, Druck auf Tabellenführer Vielheim auszuüben, hat am kommenden Sonntag gegen Heppenheim aber gleich die Chance zur Wiedergutmachung.